Hoppala, mach mal hier auf. Disco nicht, Granny auch nicht, Raymond auch nicht, DJ. DJ, weißt du, wegen J, er heißt jetzt Jamin. Nicht mehr Raymond, sondern Jamin. Weil er ein DJ ist. So, das haben wir auch. Gangster Disco, Granny, Raymond, DJ. So geht er voll ab hier. Voll der DJ-Mann. So, complete 4 Qualifications. Achso. Okay, ich muss 4 Qualifikationen bestehen, um da überhaupt was freizuspielen. Das heißt, es ist jetzt noch 2 Stück. Das heißt, 4 Pömpel brauche ich. Wieso slidet er so komisch? Hui. Man kann hier nicht so weitermachen. Okay, gut. Dann, machen wir mal die nächsten Tests. Hallo, ich bin anderer. Lass mich bitte raus. Ihr habt den falschen. Ja, der Sinn an diesem ganzen Game habe ich nicht verstanden. Bisher noch nicht, warum die Rabbits wollen, dass wir die unterhalten. Und da sind sie wieder. Und die 2D-Rabbits gehen voll ab. Oh Mann. Gut, diesmal fange ich mal von links nach rechts an. Ne, muss nochmal die Regeln mal hier durchbrechen, nicht immer denselben Quatsch machen. Bunnies can't fly. Lunch, oder launch Super Bunnies at least 100 meters. Move the right and left up and down, one after the other fast. Also das ist wieder dieser Kram. Das kriege ich doch wieder nicht hin. Also hier klappt das besser. So, der Bunny ist leider nur 95 Meter geflogen. Und ich glaube, sein Pop ist tut weh. Oh. Try again. Na gut, dann tryen wir es nochmal again. Hier, Super Bunny, haben wir schon gesehen. Dann gebe ich mal ein bisschen mehr Mühe, ein bisschen schneller hier. Los geht's. Los, Raymond, du schaffst das. Ich muss hier alles geben. So, jetzt fliegt er aber mehr als 100, ne? Oder auch nicht. Der fliegt sogar noch weniger. Ja, dieses Game kann lange dauern, bis ich das da schaffe. Es stört mich extrem, dass man den Controller hört. Aber ich kann nichts anderes machen. Ich muss ja irgendwie. Ich muss ja irgendwie schaffen hier, dass er. Boah, das war aber richtig, richtiger Speed. Ja, siehst du, über 100 Meter habe ich es doch geschafft. Cool. Wie er da mit den Füßchen wackelt. Cool, you win. Yay! Und da kommt er raus wieder. Der Jamin. Ne? Der DJ-Man. So, und ich weiß nicht, ob die Raymonds da jubeln oder dich ausbuhen oder sonstiges machen. Die scheinen ja nicht zufrieden zu sein, dass Raymond das macht. Also wozu stecken sie dann in die Arena? Wollen die, dass er da stirbt oder was? Bunnies don't use toothpaste. Okay. Keep the worms off for 1 minute. Das verstört mich gerade so extrem, dass im Hintergrund dieses Geräusch. Okay, gut. Use the left bumper to move the hand. Press A to catch a worm. Move the left bumper of the screen to pull it out. Okay, also den linken nutzen, um die Hand zu bewegen, mit A dann Wurm kriegen und dann nochmal bewegen, um. Oh Gott! Okay, so ist das gemeint. Oh, das ist so widerlich. Wieso haben die Raymonds Löcher in den Zähnen? Warum haben die Würmer in den Zähnen? Oh, stell dir mal vor, ihr hättet das. Ja, Kinder, das passiert, wenn man nicht Zähne putzt, ne? Nicht oft genug Zähne putzt, dann kriegt ihr so eine komischen Würmer, die auch immer wieder wie Parasiten nachwachsen. Ich weiß nicht, wie so ein großer Wurm mit so einer riesigen Fresse, überhaupt in so einen Zahn passt. Wie er mich angrinst, ist ja nicht süß. Komm, man kann sogar hier, ich kann sogar cheaten, seht ihr das? Ich gehe einfach mit den ganzen Dings über den Bildschirm hier und drück die ganze Zeit A. Das ist richtig bescheuert. Yay, guck mal, wie schnell ich hier Würmer ziehen kann, ne? Seht euch das an.
dieser Rabbit. Ja, nochmal so, ne, damit man auch das Thema Ostern findet, hier zu diesem Spiel gerade, den Bezug zu Ostern hat. Das passiert, liebe Kinder, liebe Zuschauer. Oh, der Zahn ist verfault. Das passiert übrigens, wenn ihr zu viel Süßes esst und dann auch nicht Zähne putzt oder beziehungsweise gar keine Zähne putzt. Ich persönlich putze ja auch nicht Zähne, nachdem ich Süßes gegessen habe. Ist ja auch nicht immer nötig. Ekelhaft. Naja, gut. Aber sag ich ja, das Spiel ist so durch. Also, manche Dinge muss man nicht verstehen. So, hier Daumen nach oben kriegen wir fast. So, gehen wir mal ins nächste Game rein. Ich bin gespannt, was es diesmal ist. Ich wette auch einmal wieder Discos dabei. Und Bunnies are slow to react. Get the ball to the end of the curse in less than 28 seconds, denke ich mal. Bei Minuten wäre ein bisschen heftig. Controller, tilt the playing field with the left bumper to direct the ball. Also ich muss jetzt den Ball dirigieren. Ach, so ein Game ist das. Oh Gott, wie ich diese Games hasse. Komm, runter. Ach, man muss so runter auch noch machen. Das ist richtig dumm. Ja, ich mag solche Games halt nicht, weil... Das hat hier wirklich mit Dings... Aber es ist leichter, sagen wir es mal so. Es ist nicht so richtig realistisch. Hier hat man ein bisschen mehr Zeit, zu reagieren, bevor hier jetzt auch das Loch erreicht wird. Wie man sieht, ich kann den Ball richtig gut ausbremsen. Deswegen so schwer ist es jetzt nicht. Ich habe sowas nämlich auf dem Handy, ne? Hier so mit Touch und so. Da muss man das Handy nämlich bewegen, so ein bisschen hin und her. Das ist richtig schwer. Und Pupp geschafft. Cool, ne? Und somit ist der der Rabbit nicht verblödet, aber der andere. Die sind so durch, die Viecher. Hä, wieso try again? Was? Ach, ich muss... Ah ja, stimmt. Ich muss unter 28 Sekunden. Daran habe ich gerade gar nicht mehr gedacht. Okay, das kann dann doch schwieriger werden. Also unter 28 Sekunden. Okay, alles klar. Dann jetzt mal ein bisschen mit Fullspeed hier. Daran habe ich gerade echt gar nicht mehr gedacht. Sorry, Leute. Ihr habt euch wahrscheinlich schon an den Kopf gefasst und gedacht so... Alter, unter 28 Sekunden, Mann. Was machst du denn? Und ich denke mir so, ja, ist ja leicht, ne? Geht ja richtig gut hier. Ne, schaffe ich nicht unter 28. Wie soll man das unter 28 Sekunden schaffen? Was? Das ist doch... Ich gebe mir doch hier schon Mühe, oder muss man durch die Löcher, das Abkürzungen, das einige Löcher. Nö. Wenn es durch ein Loch ist, ist es gleich fehlgeschlagen. Wow. Alter, der ist ja richtig gerade übers Gehirn drüber hinaus. Warum ist Weihnachtsmusik im Hintergrund? Alter, es ist Ostern. Hört man erstmal Jingle Bells im Hintergrund, richtig bescheuert. Ich hab's nicht geschafft. Ja. Lalala, hehe. Na? Verbringen wir halt noch ein bisschen mehr im Kopf dieses Rabbits. Die Musik ändert sich auch jedes Mal, ne? So. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, wie man das innerhalb von 28 Sekunden schaffen soll. Denn wie man sieht hier, man bleibt ab und zu halt hängen. Dann braucht der Ball auch noch ewig. Da, guckt euch das an. 23, 24, 25, 26, 27. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Genau so hätte ich es auch gemacht. Das war nämlich, was wir gerade nämlich gesehen haben. Jetzt habe ich es kapiert. Ah, das war die Reaktionsgeschwindigkeit. Wisst ihr, das ist ja dieses Rezeptor, dieses
was man ja halt in der Schule auch gelernt hat, ne, dieses Reaktionsvermögen, wenn der Rezeptor dort zum Hirn geht und wieder zurück zu der Hand, dass man halt, ne, wie zum Beispiel heiße Herdplatte, wenn man die Hand auf eine heiße Herdplatte fest, dann geht diese Reaktion durch den Körper, der Rezeptor in den Kopf und der Kopf signalisiert, also beziehungsweise schickt ein Signal dann wieder zurück zu der Hand und sagt, wegziehen, ne, weil zu heiß ist und so. Und das war gerade bei den Rabbits, dieser Gedankengang. Es dauert also 28 Sekunden mindestens, oder maximal, sagen wir mal so, bis, Bunnies just wanna have fun. Okay, das hat mich jetzt irritiert. Na gut. Dann wissen wir auch wieder, welches Lied hier im Hintergrund läuft. Verdammte Lizenzlieder! So, machen wir zum Abschluss nochmal hier dieses Disco-Spiel. Ich denke mal, das dauert noch. Solange wie die Folge jetzt hier noch geht, beziehungsweise das ist jetzt der letzte Part hier, schon der dritte Part. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, habe ich keine Verabschiedung dazwischen gemacht. Das sind einfach jetzt nur drei Parts geworden. Ach du, das ist ja wirklich das Lied. Was mache ich denn dann nachher, wenn ich das hochlade? Das ist ja richtig bescheuert. Muss ich irgendwie ein bisschen drüber labern? Lalalala, das ist überhaupt gar nicht das Lied, was ihr denkt. Das ist kein Lied, das ist einfach nur irgendein rhythmisches Gesanggedöns, ne? Das, man hört es nicht, weil ich ja darüber echt drüber spreche. Es gibt überhaupt gar keine Lizenzprobleme, denn meine Stimme ist eh... Meine Sätze sind so sinnvoll, die ich hier gerade sage. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, wir können noch das letzte Spiel machen. Das allerletzte Game da, was nachher wieder frei ist jetzt. Was wir jetzt eigentlich schon freigespielt haben mit diesem Pömpel. Aber ich denke mal, das ist eh nur wieder durch die Gegend ballern. Und dann würde ich sagen, beende ich das Oster-Special. Und hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. So. Wie die tanzen. Oh Gott. Naja, es sind halt Rabbits, ne? Wie gesagt, tut mir leid, dass es jetzt kein spezielles Oster-Game hier ist. Hat jetzt nicht wirklich viel mit Ostern zu tun, aber die Rabbits sind immer lustig, ne? Also die kann man halt hier immer sehen. So, hup, 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 hey, hey. Da habe ich jetzt wohl versagt. Das ist ja ziemlich dumm, yeah. Aber ich darf das Lied nicht nachsingen, weil sonst ne, kann man ja denken, ich habe es originalmäßig nachgesungen. So, super. Gut, man muss immer aufpassen halt bei solchen Liedern. So, die Punkte haben mich jetzt nicht interessiert. Ja, und wir schaffen es sogar noch, das Endgame zu spielen. Mal sehen, welches Kostüm wir jetzt freischalten. Wir haben ja wieder alle Games geschafft hier. Hey, yeah. Der DJ-Man hat es geschafft. Okay, wir haben gar kein Kostüm freigespielt, warum auch immer. Ich dachte, weil wir hier perfekt gemacht haben. Ach doch, hier. You want a new song. Ah, okay, so gewinnt man also die neuen Songs. Da bin ich ja mal gespannt, welchen wir dann gewonnen haben. Ja, das bleibt gleich. 1 Minute 15, Mausklick oder hier, ne, mit Nachladen, Schießen. Ah, nee, das ist jetzt ein Rennen, wie es aussieht. Okay. Irgendwas mit A drücken, das habe ich natürlich nicht gelesen. Was zum... Was? Was müssen wir hier machen? Ja, ich würde mal sagen, wir dürfen nochmal von vorne machen. Denn das haben wir jetzt nicht geschafft. So, press, ach da, okay, das steht aber res. Res RT to make your Rartok accelerate. Das stimmt ja nicht. Das heißt ja press, ne, nicht res. Naja, gut. Move left, bla bla, press R to boost. Okay, also irgendwas mit RT muss man auch hier noch machen. Resume. Ja, ist jetzt doof, dass diese ganze Sequenz nochmal gezeigt wird. Ja, ja. Ich hab's kapiert. So. Also müssen wir uns diese Fliegenklatschen, die man da unten sieht, aufheben.
Second Lab. Weil, damit boosten wir uns so gesehen. Wir können auch, wie man sieht, hier Abkürzungen nehmen. Wow, 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 wow. Jetzt wahrscheinlich Final Lab, ne? Ja. Das ist natürlich richtig doof. Aber jetzt habe ich die Strecke so langsam intus. Das heißt, also, wenn wir es jetzt nicht schaffen, probieren wir es halt in der nächsten Runde nochmal. Ich hoffe mal nicht, dass wir Erster werden müssen. Yeah, 1:09. Wie viel mussten wir schaffen? You win. Ach, seht ihr mal, haben wir dann doch noch geschafft. Cool. So, dann können wir uns jetzt noch in der Zelle unser Liedchen anhören. So, und wir kriegen wieder einen nächsten Pömpel. Aber Raymond schmeißt ihn wahrscheinlich wieder nur in seiner Zelle weg, der DJ-Man. Be sure to make the most of it. Okay. Rein mit dir, Nummer 25. Au. Na gut. Da hast du einen Pömpel. No. Ich hab jetzt schon 3. Ja, Freiheit, Raymond, los! Ach so, ich verstehe. Also ich verstehe, er will mit dem Pömpeln jetzt eine Leiter bilden. Wie man sieht, hat er gerade mal 3 und die Zelle ist ziemlich hoch. Gut, dann hören wir uns mal das Lied an, was wir gekriegt haben. Und zwar haben wir bekommen Good Time. Okay, ist auch wieder lizenziert. So, stopp. Gut, dann würde ich aber meinen, das war's dann hier mit meinem kleinen Oster-Special, was ja nicht mehr mit Ostern zu tun hatte. Aber es waren immerhin da oben, sieht man auch nochmal immer schön kleine Häschen, die man hier gesehen hat. Und das reicht doch, um damit Ostern zu verbinden, ne? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in den anderen Projekten, die so noch am Laufen sind. Und ja, mal gucken, wann das nächste Special sein wird. Ich bin gespannt, ihr wahrscheinlich auch. Bis zum nächsten Mal und frohe Ostern. Tschüss.